Was du liebst, sollst du freilassen. Und wenn es zu dir zurückkommt, dann gehört es dir. Für immer. Und was ich damit meine, kommt gleich in diesem Video. Geht gleich los. Ja, hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, was hat die Steffi jetzt da für einen philosophischen Anfall gehabt, wird sich vielleicht der eine oder andere fragen. Ja, aber das hat sich so ergeben, weil ich hatte ein sehr schönes Erlebnis. Ich habe einen Menschen gesehen mit seinem Hund, der lief durch die Gegend und der Hund war mit ihm, war bei ihm, war auch gedanklich offensichtlich verbunden. Jedenfalls hat er gar keine Leine dabei gehabt und der Hund lief dahin, wo er hingehen wollte. Und das ist genau, was ich damit sagen wollte. Du kannst niemanden zwingen, dass er bei dir bleibt und jetzt die Kurve dann Richtung Hunde zu bekommen. Du kannst dich mit dem Hund über eine Leine verbinden, aber das ist halt nicht die wahre Verbindung und er wird wahrscheinlich nicht unbedingt dabei, also bei dir bleiben, mit dir bleiben, wenn du die Leine abmachst. Und die Gründe dafür, warum man das oft eben, warum die Menschen sich das oft eben nicht trauen oder also wirklich da, also nee, das nicht machen möchten, dem die Leine abzumachen, das ist diese Ungewissheit und diese Ängste, die dort also wirklich eine riesengroße Rolle spielen, der haut mir ab. Wie oft habe ich das gehört, ne? Dass die Leute dann sagen, was, die Leine abmachen, dann ist er weg und so weiter. Und ja, das ist war mir Grund genug, ein Video darüber zu machen. Eine ganz furchtbar menschliche Eigenschaft ist es, dass man gerne auf Nummer sicher gehen möchte, dass man nichts wagt, deswegen auch oft nichts gewinnt. Aber dieses vor allen Dingen, dass man auf Nummer sicher gehen möchte, weil dann passiert ja nichts. So, und eins auch noch im Zusammenhang mit Hunden, dass man versucht, das über die emotionale, liebende Schiene irgendwie hinzubekommen, dass der Hund sich wohlfühlt bei einem. Da werden Spielsachen angeschafft, so viel Spielsachen, was ich schon so für Hunde mal gesehen, das ist ja fast schon unglaublich. Also das ist wirklich also so lustig teilweise anzusehen, wie groß da diese Parallele ist zu einer Kindererziehung, zu einer Art, mit einem Kind umzugehen, die es, soll ich das Wort sagen, damals nicht so gab. Das ist doch geradezu verrückt, das ist doch geradezu pervers. Ganz, ganz viele Menschen haben im Kopf, dass ihr Hund glücklich ist und dass er beschäftigt wird und hoffen dann, dass sie dann ja das auch von dem Hund zurückbekommen. Wie irre muss man eigentlich sein? Sogenannte Gehorsamsübungen werden gemacht mit Hunden. Die werden aber nur gemacht da, wo man weiß, dass der Hund auch gerne mitmacht. Für die normalsterblichen Hundebesitzer ist das dann oft der eigene Garten. Da kennt der Hund schon das, dass man jetzt dann eben sowas macht. Der hat meistens auch keine Leine drum und er will ja was von einem. Und er hat auch schon durchaus begriffen den Zusammenhang zwischen, ja, ich mache mal ein bisschen Sitzi Platzi und dann gibt's Futter abzugreifen. So, und dann, wenn man das dann so sieht, dann sind die Besitzer auch immer, also sogar eben stimmlich, verbal, immer noch, sogar noch, setzen die noch oben einen drauf. Also so von wegen, guter Junge. Am meisten regen mich die Amerikaner auf, wenn die immer mit Good Boy, Good Girl. Da muss ich rennen. Das packe ich überhaupt gar nicht. Das kann ich überhaupt gar nicht aushalten. Und im Deutschen gibt es sowas auch. Also gut gemacht hast du das. So ein feiner Junge. Klasse. Dieses Klasse. Das, ja, da habe ich es dann auch schon wieder beisammen. Und alles nur, und der Hund, die dann da in solchen Videos zu sehen sind, da siehst du richtig, ja, ist ja gut, jetzt krieg ich wieder ein, gib mir gefälligst was zu fressen. So, das denkt der Hund in dem Moment. Der sagt nicht, oh, meine Mutti hat mich so lieb, sondern will nur das haben, was ihm da jetzt gerade angeboten wird. Und er hat, weil es gut gelaufen ist, eben schon begriffen, dass er dafür vorher ein bisschen was machen muss. Und dann ja, das ist einfach nur so drollig zum Zugucken. So, jetzt um auf mein Eingangsszenario da nochmal zurückzukommen. Die Leute, die einen Hund haben, der ohne Leine folgt, die sagen meistens herrlich überhaupt gar nichts zum Hund. Vielleicht mal so von wegen, ey,
komm her hier, wie sowas. Aber meistens müssen sie gar nichts sagen, weil der Hund von sich aus sehr bemüht ist, dass es alles also gut und harmonisch läuft jetzt in dem Sinne. Und das ist doch irgendwie der krasse Widerspruch. Eigentlich, wieso ist das so, ne? Aber die Erklärung ist so simpel, dass es eigentlich schon fast wieder süß wird. Weil dem Hund sind die ganzen Spielsachen, diese ganzen Tausende von Leinen und Geschirre und noch ein hübscheres Halsband und wie auch immer und die super duper Leckerchen eigentlich egal. Aber wenn sie ihm angeboten werden, dann nimmt er sie natürlich, ist doch klar, oder? Aber das Wesentliche, das fehlt eigentlich. Und das Wesentliche ist bei ganz vielen Hundebesitzern, wo es eben so läuft, dass sie das mit dem Freifolgen vom Hund vielleicht sogar nie umsetzen können, das ist einfach, dass der Hund spürt, dass er auch geführt wird. Das ist eigentlich das Hauptding. Jetzt sage ich gleich dazu. Das ist, weil ich begriffen habe, dass bei YouTube, dass man da wirklich nicht sehr allgemein sprechen darf. Also das habe ich wirklich jetzt schon begriffen und auch verinnerlicht. Ich habe das schon in einigen Videos gesagt. Es ist nicht erforderlich, dass man seinen Hund jetzt, also als Krönung der Ausbildung jetzt dann da frei laufen lassen kann. Nein, aber wenn man es denn erreichen möchte und wenn es so für die Menschen einem wirklich ein Ziel wäre, dann ist es dann erforderlich, dass man auch diesen Schritt geht, dass man auch Sachen macht ohne Leine. So, aber halt nicht sofort komplett ohne Leine, weil das haben ganz viele Hunde auch schon erlebt. Wie oft ist das so, dass die Besitzer eigentlich als so praktisch das Highlight eines Hundespaziergangs für ihren Hund sehen, dass sie dem die Leine abmachen. Und der Hund hat das noch nie anders erlebt. Er macht Sachen mit, so mehr oder weniger begeistert. Und dann kommt die Leine ab und dann ist der Hund glücklich. So sehen das die Besitzer. Und dann gucken sie ihm ganz begeistert zu, wie er rennt und wie er doch so viel Spaß hat und so weiter. Vielleicht dann noch mit seinen Kumpels spielt und was weiß ich denn. Aber wenn man erreichen möchte, dass man mit seinem Hund zusammen geht und nicht für alle und also alles und jeden da eben offen ist, dass der Hund dann nur Spaß hat oder sowas, muss man eine schrittweise Überleitung hinkriegen zu diesem, du folgst mir auch ohne Leine. Und da ist es so, das ist relativ einfach zu machen. Man muss sich nur dann davon lösen, dass man immer nur dort ohne die Leine in der Hand zu haben, das ist nämlich mein Zwischenschritt, den ich für erforderlich halte, dass man das auch dort macht, wo man es eigentlich nicht so gerne tut. Dass man wirklich sagt, doch, das klappt, ich weiß, dass das klappt und ich versuche das jetzt. Weil wenn man es nicht versucht, dann wird es sich nie einstellen, also nicht von alleine. Und deswegen, dem Hund ist das bewusst, bei den allermeisten Leuten passiert das so. An der Leine, ja, mehr oder weniger, ohne Leine die komplette große Freiheit. Hast du jetzt noch einen jungen Hund, dann wäre es natürlich super, wenn du da auf diese Schiene gar nicht erst einsteigst, wenn du deinem Hund das gar nicht erst so zeigst, nach dem Motto, ich mache dir die Leine ab und du darfst mich gerne jetzt mal für die nächste Stunde vergessen oder sagen wir mal für die nächste halbe Stunde, ist ein bisschen reeller, sondern mach das kleinschrittig. Mach das so, du hast eine Leine dran, vielleicht irgendwie so eine Art Schleppleine, vielleicht auch was Kürzeres, so 2-3 Meter oder sowas. Und dann kannst du mit dem Hund üben, dass er trotzdem noch auf dich achtet, obwohl du eben die Leine nicht mehr in der Hand hast. Wenn du merkst, der will jetzt nicht auf dich aufpassen, trittst du halt aus Versehen mal auf die Leine. Natürlich mit Absicht, nicht aus Versehen. Und machst mit ihm eigentlich ganz normal weiter, auch ohne die Leine in der Hand zu haben. Das ist der erste Schritt. Dann wirst du schon sehen, ob er jetzt so ein bisschen auf dich achtet oder nicht. Und lass dir was einfallen. Nur weil du die Leine abgemacht hast vom Hund, beziehungsweise eben als Zwischenschritt nicht mehr in der Hand hast, mach was mit ihm. Verlang trotzdem was von ihm. Oder beschäftige dich mit ihm, dass er das interessant findet, bei dir zu sein. Aber eben nicht mit diesem, guck, lass ihn erstmal wegrennen und dann versuch ihn wiederzukriegen, sondern lass ihn nicht von dir wegkommen, sondern mach was, wenn er in deiner Nähe ist und du hast die Leine nicht mehr in der Hand. Das ist der erste Zwischenschritt. Und geh auch einfach mal in die entgegengesetzte Richtung. Lass ihn dir hinterherlaufen. Wenn er das macht, drehst du wieder auf den Hacken um. Und dann so, dass er wirklich, dass man dieses Bild, der Hund soll mir folgen, nicht unbedingt mit Sitzplatz, Fuß oder sowas, sondern er soll mir folgen, ganz wörtlich gesehen, dass man das schon mal gehabt hat. Und dann kann man diese Sache weiterentwickeln.
Was auch ein ganz interessanter Ansatz ist, weil es ist nun mal leider Fakt, dass Hunde mit die größten Egoisten sind, die es auf der Welt gibt. Also danach kommen vielleicht noch Katzen, okay? Aber bei Hunden ist das genauso. Wenn man das so macht, dass zum Beispiel bei Hunden, die das jetzt wirklich noch lernen müssen, der kriegt Futter. Natürlich kriegt er Futter, aber er bekommt es nur für Sachen, die er auf dem Spaziergang für mich gemacht hat. Auch da ist, also wirklich an dieser Schraube kann man gewaltig drehen, dass der Hund sich einen Sinn drin sieht, mit mir zusammenzuarbeiten. Es darf nicht so sein wie von wegen, guck mal, Mutti hat auch Kekse, aber dass man das wirklich so durchzieht. Die Futterschüssel bleibt leer. Ich habe das Futter dabei für einen Spaziergang und ich bin deswegen interessant für den Hund. Was? Du hast Hunger? Okay, dann komm mit mir. Ne, also wirklich, also viel trockener sehen die ganze Sachlage, weil das, was früher, ich sage das Wort jetzt wirklich immer öfters irgendwie, das, was früher oder damals mit den Hunden passiert ist, das war so, weil die Hunde eine Aufgabe hatten. Da wurde nicht so viel drüber nachgedacht, ob es ihm Spaß bringt, was der Hund dann jetzt so macht, sondern da war das eigentlich selbstverständlich. Wie gesagt, wenn es wiederkommt, ist gut. Ansonsten gibt es einen neuen. So kenne ich wirklich Leute, die haben das wörtlich ausgesprochen. Das ist vielleicht schon 30 Jahre her. Aber die brauchten sich keinen neuen Hund kaufen, weil der kam wieder. Nun hat sich natürlich in den 30 Jahren eine ganze Menge getan. Also allein schon von dem Zunehmen des Autoverkehrs, ganz viele Straßen und gefühlt 100 Milliarden Hunde mehr, die da rumlaufen. Aber es gibt ja trotzdem noch Leute, die das hinbekommen. Und die halten sich mit Sicherheit an sowas, die fragen nicht Google oder YouTube oder so, wie man das so macht, sondern die tun einfach. Mein alter Spruch, mein immer noch, das ist nicht nur mein alter Spruch, sondern das ist wirklich eine Tatsache, wenn der Hund mit dir zusammen sein will, dann läuft er nicht weg. Und ich meine jetzt nicht, dass er vielleicht auch mal hinter irgendwas herrennt, aber der kommt dann wieder und das ist der Unterschied. Deswegen habe ich jetzt auch diese Geschichte jetzt als Sappelvideo gemacht und gar nicht als Vorführvideo, weil ich finde immer noch, ich finde meine Hunde toll, aber meine Hunde sind gar nicht mal so, sagen wir mal, das Vorzeigeobjekt, weil das sind Jagdhunde und die sind dafür da und den Job machen sie auch sehr gut, dass ich denen auch mal sage, so, jetzt geh jagen. Ne? Und ich muss öfters bremsen, als wie mit einem Hund, der nicht für die Jagd da ist, weil bei meinen ist es wirklich das Schwierige. Die müssen auch erstmal begreifen, dass sie es mal sollen und mal nicht dürfen. Das ist viel krasser, wie wenn ein Hund das nie darf. Und wenn man da sich wirklich mit dem jungen Hund schon so verhält, so wie man sich das als später wünscht. Auf jeden Fall, mit Leckerchen rumzuasen, mit verbalem Lob, emotional, also so weg zu sein von dieser Führungsrolle, von dieser souveränen Führungsrolle, bringt den Hund nicht dazu, dass er mir folgt. Aber solche Sachen, dass ich ihm eigentlich ja schon seine Abhängigkeit von mir auch tatsächlich wirklich spüren lasse, aber eben nicht in, was weiß ich denn, weil ich ein fieser Mensch bin oder so, sondern weil es das ist, was bei den Hunden auch ankommt. Du willst nicht alleine sein, du hast Hunger, gut, halt dich an mich, ich kann das alles besorgen. Nimm mich so wie dein Dealer und dann hast du ein schönes Leben. Wenn du das anstrebst, dass dein Hund dir auch ohne Leine folgt. Und du weißt mittlerweile, was ich jetzt darunter verstehe. Weil das ist etwas, das soll wirklich jeder selber auch bestimmen, was für ihn denn wirklich wichtig ist. Du solltest nie mit deinem Hund irgendwie was machen, um es anderen Leuten zu beweisen oder irgendwie sowas. Weil dann verrennt man sich. Dann bist du nur auf der Suche, es allen recht zu machen. Und das ist etwas, das funktioniert rein gar nicht. Wenn du möchtest, dass das noch besser klappt, nennen wir es einfach mal so, oder ich formuliere das jetzt einfach mal so, weil dann kann sich jeder das so aussuchen, wie er das jetzt anstrebt, dann musst du aus deiner Komfortzone raus. Dann musst du auch dort üben, wo du vielleicht, sagen wir mal, zumindest so leichte Bedenken hättest. Es bringt dir nichts, wenn du, meinetwegen, auf die Sicherheit des eingezäunten Hundeplatzes gehst und dort so tust, als wäre alles toll, weil es das dann nie besser, weil dann das nie besser werden wird außerhalb dieses Zaunes. Komfortzone verlassen, auch mal etwas machen, wo man vielleicht noch irgendwelche Ängste, Bedenken hat. Ängste, das ist doch genau das, was jetzt in der heutigen Zeit uns so bestimmt, oder? Also ich sehe das so.
Und mit dem Hund hast du die Chance, dass du etwas, dass du es änderst. Deine Angst, die vielleicht da ist, er wird überfahren, er kommt nicht wieder oder wie was immer, zu überwinden. Und dann, da, sowas merkt der Hund. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen vermessen an oder so, aber Hunde sind so fein in ihrem Wahrnehmen von, sagen wir mal, von diesem, was eigentlich das ausmacht, wonach er sich sehnt, nämlich dieses Souveräne, also dieses keine Angst haben. Du bist kein guter Führer, wenn du vor jedem Scheiß Angst hast. Und sei es auch noch so klein, wovor du Angst hast. das ist, was den Hund dazu bringt, dass er sagen wird, der, wer auch immer, Besitzer, der, die Besitzer, hat gute Ideen. Der Besitzer, auf den kann ich mich verlassen. Der vertraut auch mir. Nicht nur, das heißt immer, der Hund soll mir vertrauen. Ja, wunderbar. Aber wenn der Besitzer dem Hund nicht vertraut, dann kannst du das noch lange probieren. Dann wird sich nichts ändern. Weil der Hund im Zweifel zwar sagen wird, das mache ich lieber selber, weil der weiß ja überhaupt gar nicht, was er will. Ne? So, und deswegen habe ich das so formuliert. Wenn, dann schrittweise sich rausschleichen, aber vor allen Dingen dem Hund nicht auch noch so eklatant deutlich zeigen, dass ein Riesenunterschied besteht zwischen ich habe dich an der Leine, ich habe dich in meiner Hand. Nein, verdammt, du hast nur die Leine in der Hand, aber nicht den Hund. Löse dich davon und mach das so, dass du auch in eine unbequeme Situation rein musst, um es einfach zu erleben und dem Hund zu zeigen, du, wenn du wegrennen willst, meinetwegen, hört sich jetzt vielleicht komisch an für den einen oder anderen, aber du musst dich davon lösen. Man kann den Hund nicht vor allem bewahren und man muss es dem Hund zeigen, du läufst mir hinterher, nicht ich dir. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man das eben auch mit der noch dranhängenden Leine, zum Beispiel schleifende Leine, deswegen heißt das Ding Schleppleine, mit der hinterher schleppenden Leine, sich langsam rausschleicht. Aber verlasse deine Komfortzone und zeig dem Hund, dass er eben nicht das Allerwichtigste ist auf der ganzen Welt und dass deine Welt untergehen wird, wenn der Hund jetzt da irgendwie was macht, so wie du das nicht möchtest, sondern du musst darüber hinausgehen und dann wirst du ein Gefühl der Verbundenheit erleben, was du über Leckerchen oder sonst irgendwie was nicht erreichen kannst, sondern dass du weißt, ja doch, der kommt, ich weiß das. Ja. Und dieses Gefühl wünsche ich noch viel, 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 viel mehr Leuten. Und wenn es so ist, dass es wirklich vielleicht auch aufgrund der Rasse oder aufgrund von was auch immer eben sich wirklich, also geradezu verbietet, den Hund echt komplett ohne Leine laufen zu lassen, dann tu wenigstens an der Schleppleine so, als wäre da keine dran. Versuche dir vorzustellen, dass keine Leine dran ist. Dann wirst du erstmal merken, was man alles erreichen kann durch die eigene Bewegung, durch das eigene Verhalten, dass der Hund dir eher folgt. Nie immer warten, bis das Ding straff ist, sondern was Eigenes machen. Allein da wird es schon sehr viel besser. Und dann irgendwann kommt das Gefühl beim Besitzer, ich glaube, ich mache das jetzt einfach. Ich traue mich. Ja, und dieses ich traue mich, das muss sein. Ansonsten wird es sich bei dem Hund nicht unbedingt ändern, weil der Hund, wie gesagt, das mit das egoistischste Wesen, was da rumläuft, der wird sagen, ja, was denn? Warum sollte er sich umstellen, wenn es doch alles ihm hinterhergetragen wird, ne? Ja, jetzt, das war jetzt vielleicht wirklich ein Video zum Nachdenken, aber ihr wisst das ja, ich mag das, wenn die Leute sich ihre eigenen Gedanken machen, sich ihr eigenes Tun auch nochmal tatsächlich hinterfragen und dann deswegen auf die Lösung kommen. Oder sagen wir mal, zumindest auf den Lösungsansatz, weil wie gesagt, die Lösung ist für den einen das, für den anderen das. Das ist irrelevant. Aber das eigene Verhalten und vor allen Dingen die eigenen Emotionen echt mal hinterfragen und mal überlegen, sich mal in den eigenen Hund hineinversetzen, wie es für den so ist. Und wenn ein Hund so sagt, ne, mit der Alten, das läuft, die habe ich im Griff, die tanzt nach meiner Pfeife. Ja, mal kurz überlegen, was man da jetzt vielleicht noch ändern könnte. Und dass ich meinem Ziel näher komme, möglichst, also so viel Menschen wie möglich einfach mal diese Gedanken dazu geben und deswegen etwas ändern zu können im Zusammenleben des Menschen mit seinem Hund. Und ja, das habe ich mir auf die Fahne geschrieben und da müsste ich jetzt einfach durch. Ja, so, also angucken, verstehen, vielleicht etwas ändern in seinem Tun mit dem Hund und dann letztendlich seiner eigenen Lösung doch ein bisschen näher kommen. Vielleicht sogar die Lösung
auf dem Silbertablett kriegen. Das wünsche ich dir. Alles Gute, deine Steffi.